Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transportfieber 2. Ja, heute wird es hier um die Raffinerie gehen, wie ihr seht. Und aber kurz vorweg erstmal ein Dankeschön und ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Es ist ja wirklich absolut Wahnsinn, was hier gerade passiert. So, ich habe gestern im Offscreen wieder ein bisschen weiter gebastelt, ein bisschen ausdekoriert. Irgendwie sieht man überhaupt gar keinen Unterschied. Gut, der Hafen hier ist neu und die Tanks am Hafen sind neu, die Rohrleitungen sind neu. Hier hinten habe ich die Schienen also ein bisschen verkleidet. Das steht hier nur als Deko und das kommt wieder weg. Ansonsten habe ich hier halt ein bisschen grün gesetzt. Ich habe mal versucht, hier ein paar Züge zu stellen. Das klappt auch ganz gut. Ansonsten habe ich überall noch ein paar Tanks platziert. Hier ein paar LKWs. Und hier habe ich noch so eine, ist noch nicht ganz fertig, das soll so eine LKW-Befüllanlage darstellen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, ich habe mir aber Folgendes überlegt. Wir haben ja hier in Minden auch den Bedarf an Treibstoff. Warum machen wir nicht einfach eine Fähre von hier rüber? Weil ich habe zwar hier den Tunnel, der jetzt noch nicht fertig gebaut ist, aber dann müsste ich alles mit LKWs hier rüber karren. Und ich habe ja hier die Trambahn. So, da könnte ich ja eigentlich auch dann hier so ein Schiff nehmen und das pendelt einfach nur hier hin und her. Und bringt den Treibstoff hier hin, wird dann hier in die Straßenbahn verladen, zack, und fährt dahin. Genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich möchte jetzt heute die Schienenanbindung hier einmal machen, dass wir nachher ja auch noch schon den ersten Zug aufsetzen können. Ich hätte mir jetzt überlegt, dass ich ja versuche, hier alle Gleise in den Untergrund zu führen. Kann ich einmal zeigen. Geht dann einmal hier Richtung Norden auf die Hauptbahn drauf. Und Richtung auch Norden, Nordosten soll es dann hier auf die viergleisige Hauptbahn noch mit drauf gehen. Ich hätte mir jetzt überlegt, dass ich eventuell diese Brücke hier sechsgleisig mache. Und hier noch ein Gütergleis zwischenpacke. Der Zug dann mit einer Kurve hier auch mit drauf fährt. Weil ich glaube, das wird ganz schön haarig, jetzt hier drauf zu kommen. Mit den zwei Gleisen wird es gehen, aber nicht mit allen. Und ich glaube, das sieht auch ganz schön aus. Wir fangen jetzt erstmal an und gucken mal, was wir jetzt hier so zusammen gebastelt kriegen. Ich muss natürlich auch gucken, wenn ich das so mache, ist das schon eine ziemlich steile Kurve. Ah. Gut, von hier kommen jetzt nicht mehr Gleise. Ich die jetzt ja auch noch aufpacke, ich würde die wirklich, weil das ja hauptsächlich Containerzüge werden, hier oben gerne lang führen und dann hier Richtung, das wird ja mal Leipzig, Dresden, so in die Richtung führen. Und mit den anderen da unten jetzt rein. Wird jetzt auch schwierig. Hier habe ich auch zwei Durchgangsgleise, das sind einmal die beiden äußeren hier. Boah, ein bisschen kürzer. So kriege ich jetzt keinen Wechsel hin. Ach, das wollte ich sowieso im Tunnel machen. So wollte ich hier dann das halt so wechseln, dass wir hier dann quasi eine Kreuzungsfläche drin haben. So. Autosave. So. Und hier einmal rüber. Zack. Kommen die von hier da drauf und die kommen da drauf. Mal gucken, muss wahrscheinlich noch eine Doppelkreuzungsweiche auch noch irgendwo hinsetzen. So. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier jetzt echt viel Platz haben. Hier kommt jetzt ja noch ein Gleis. Oberleitung hier einmal weg. Ist ja nur Deko, aber irgendwie muss das ja ausgeführt werden. Da jetzt einfach so stumpf mit drauf gehen. Zack. Ist ja quasi auch nur Deko hier. Hat ja auch keinen Zug drin. Die geht halt nach hier hinten raus. Ich möchte es halt auch nicht mit Zügen überlagern.
Aber was ich ganz gerne noch hätte, ah, das könnte ich natürlich jetzt eigentlich so machen, ne? Hier habe ich das ja auch. Ich würde ja gerne irgendwie noch so eine Kurve rumkurven lassen mit so zwei Kesselwagen, die sie irgendwo hinschiebt. Da muss ich mir mal überlegen, wo ich dann da letztendlich die Gleise ziehe. Aber so ist das doch schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt mal hier auf Pause machen, wie ich den einfach erweitert auf 6? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das geht nicht. Mist, jetzt müssen wir die Brücke abreißen. Das eine gute Idee ist. Kriegen wir doch jetzt hier bestimmt nicht wieder rein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht klappt. 6 Gleise. 89. Ja. Das war klar, dass das nicht funktioniert. Irgendwie snappt die da nicht an. Aber die jetzt natürlich die Höhe kriegen. Ich weiß nicht, wie hoch ich die gebaut hatte. 15 Meter oder so. Und das ist auf jeden Fall zu niedrig. Nochmal 5 Meter drauf. So hoch. 14 Meter vielleicht. Müssen wir die erstmal sowieso hier platzieren. Ich hätte ja so eine leichte Kurve gemacht. Ich kann mich natürlich jetzt an der Autobahn orientieren. Genau, so hoch war sie. Mal gucken, dass wir das jetzt hier hinkriegen, ohne dass die Züge hier... So vielleicht. Das kann ich abreißen, dass das hier smooth drauf geht. Wenn das jetzt von der Höhe her passt. Gleise. 250, ich schaffe den Zug hier nicht. Ja, steigt ganz bisschen, ne? Brücke könnte wohl einen Meter tiefer. Ja, machen wir die mal einen Meter tiefer. Das geht ja zum Glück. So. Und dann versuchen wir es nochmal. Jo, perfekt. Das sieht gut aus. Da. Das sieht richtig gut aus. 180 kann der Zug hier fahren. Deswegen ist das egal, ob ich dann 250 km/h Gleis nehme oder 180. Durch die Kurve sind die sowieso geschwindigkeitsbegrenzt. Gut, dass ich ohne Oberleitung baue. So. Ich meine, das ist mir aufgefallen, ne? So. Zack. So, und dann haben wir jetzt hier ja. Dann gleich die Möglichkeit. 160. Ah, das ist okay. 162. Das ist noch schnell genug. So, jetzt haben wir ja hier die Möglichkeit, von hier abzugehen. Dass wir hier drauf kommen, wo wir dann hier in den ganzen Containerbereich reinkommen. Ich glaube, das sollte ganz schön aussehen, wenn dann hier nachher noch ein paar Güterzüge lang tuckern. Und wir müssen ja quasi auch diese ganze Cargo-Operation nachher gewährleisten können, wenn wir hier alle Städte, und da werden ja noch ein paar Städte dazukommen, befeuern wollen, dann ja. Brauchen wir ja auch ein bisschen was, ne? So, jetzt geht's dann von hier runter. Und dann eben mal gucken, wie das dann genau ablaufen soll. 114. Das ist in Ordnung. 120 fahren wir sowieso nur. So. Dann gucken wir jetzt mal. Hier haben wir 4 Gleise. Nehmen wir mal die mittleren, ziehen die mal ein Stück vor. Oh, 250 ist natürlich jetzt hier dann doch ein bisschen übertrieben. Gehen wir mal auf 80. Was war das denn? Zack. Zack. Kriegen wir hier auch schon eine Doppelweiche rein. Zack. So. Was soll das jetzt so schön geradeaus alles laufen? Eventuell könnte man hier nochmal so ein, zwei Abstellgleise reinziehen. Was
erstmal gerade planieren. So, hier oben kommt die Bahn. Ich hatte auch noch vor, das könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie das machen soll. Quasi diesen ganzen Weg bis hier hinten hin eine Keimauer setzen. Also quasi eine Spundwand, dass das nicht aussieht wie ein Fluss, sondern aussieht wie ein Kanal. Das ist natürlich viel Arbeit, aber ich glaube, das sieht nachher ganz geil aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Das machen soll oder nicht. Wenn die so eine ganz leichte Kurve haben. Dann sieht das nämlich ein bisschen schöner aus. So, und da oben drauf. 80, dann kommen wir wegen 100 fahren. So. Perfekt. Da können wir mal gucken, was wir dann hier letztendlich noch hinsetzen. So, aber dann habe ich alle Gleise angeschlossen. Hier dann soweit auch. Und ich würde jetzt mal gucken. Wo haben wir denn hier überhaupt generell mal irgendwas? Sogar vielleicht hier oben? Nee. Kann man gerade aufploppen lassen. Industrien. Hier hinten gibt es Öl. Hier ist eine kleine Ölraffinerie. Ja, hier gibt es Ölquelle, ja. Dass wir das hier schon mal hinkriegen. Dass wir hier mal anfangen können zu produzieren und Minden versorgen. Ich glaube, ich hatte schon eine Linie gemacht, Mindenfähre oder sowas. Ne, habe ich noch nicht. Können wir das mal machen? Minden. Ach, ist ja. Ach, guck mal, nur Fähre. Mindenfähre von hier. So. Mindenfähre von hier. Ach, da. So, aber er soll nicht von dem Terminal gehen, sondern von Terminal 1. Und hier soll er an Terminal 3. Genau. So soll er fahren. Ja, laden. Ist ja klar, ein Öl, das macht er automatisch. Das wusste ich halt nicht. Das haben mir jetzt ja meine Zuschauer geschrieben, dass man das hier alles einstellen kann. Finde ich voll gut. Da kannst auch jetzt, ich habe erst gedacht, ja, wie kann man denn dann einstellen, dass du nur, dass der Zug, sag ich mal, nur 60% laden soll von dem Kram und dann 60 oder 40% von was anderem. Das kann man ja hier echt schön einstellen. Ist doch gar nicht so schlecht. Man muss nur erstmal drauf kommen. Ich hatte das nicht gesehen. Aber ihr habt mir das gesagt. Sehr nett. So. Ich habe hier, glaube ich, gar keine Werft. Ist richtig? Oh Gott, wenn ich jetzt von hier hinten ein Schiff losschicke, ist ja ewig unterwegs. Und hier habe ich mittlerweile 1052 Eisenerz. Das schafft der Zug gar nicht weg, der schafft ja nur 600. Die bringen hier so viel von den Kram ran, die Schiffe. Ja, hier liegen auch noch 116 und die produzieren hier wie bekloppt. Und mal gucken, ob ich dann noch einen weiteren Zug mit auf die Linie packe. Aber da hinten läuft ja sowieso noch nichts. Also von daher ist natürlich die Frage, setze ich jetzt hier extra noch einen. Eigentlich könnte ich die ja hier noch hinsetzen. Hier passt das ja. Ich habe übrigens den Autosave wieder auf 10 Minuten gestellt, weil im Moment mir das Spiel immer abschmiert. Ich habe Probleme mit den mit der Zaunmod, um Zäune zu ziehen. Das ist nicht jedes Mal, aber manchmal aus ungeklärten Gründen ist einfach dann der. Dann bricht das Spiel halt einfach ab. Ist ganz komisch. So, was nehmen wir denn hier? Das auf jeden Fall nicht. Das ist nicht das Richtige. Ich würde hier schon fast die kleine Viola nehmen. Die nimmt 240 Einheiten. Das reicht. Oder hier so ein kleines Schubboot. Ich würde aber eigentlich ganz gerne die Viola nehmen. Nehmen wir die auch. So, die Viola geht auf Mindenfähre. Was? Ein Weg für große Schiffe? Bitte was? Ist doch alles grün. Außer direkt hier, ne? Hm. Naja, das ist hinzukriegen. Jetzt? Nö. Hier?
Das sagt er mir doch eh nur, weil jetzt hier eigentlich die Anlegestellen sind. Ach, das ist ein kleiner Anleger hier. Oh. Will ich einen großen ran machen. Aber doch nicht so. Ich möchte den da platt vorhaben. Das geht nicht. Naja, dann machen wir das anders. Dann fährt er halt dahin. So. Und hier ist aber ein großer, ne? Ja, das ist ein großer. Nochmal gerade die Linie angucken. Minden, Ost. Dann soll er bitte an die 2 fahren. Ja. So. Jetzt sollte das aber gehen. Zack. Ja. Sehr schön. Haben wir jetzt hier auch unser Schiff. Die Viola. Ganz schön großen Anker für so ein kleines Schiff. Ein kleiner Funfact, ne? Ein Schiff wird nicht mit dem Anker gehalten. Das denken immer viele, wenn ein Schiff ankert, dass der Anker das Schiff nachher hält. Das ist nicht richtig. Die Kette hält das Schiff. Die Kette ist so unglaublich schwer. Der Anker, der ist nur am Ende und gräbt sich irgendwo ein oder verhakt sich. Aber der würde alleine nie das Schiff halten. Der würde so abreißen. Das Schiff wird nachher vom Gewicht der Kette gehalten. Die legt sich auf den Grund und ja, die hält nachher das Schiff. So, wieder schön kleine Mikrolex, toll. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier zur Ölquelle. Machen wir so einen kleinen Bimmelzug. Oh, hier sogar ein Straßendepot. Oh, das ist schon voll erschlossen hier. Machen wir hier erstmal einen Bahnhof hin. Ich würde den jetzt gar nicht so lang machen. Wir sollen ja erstmal nur anfangen hier zu produzieren. Oh, nur 2. 240 Meter. Nichts Riesiges. Ich möchte den hier einfach so mal hinsetzen. So. Und meine Heizung ballert hier aber ganz schön. Muss ich gleich mal ein bisschen runterdrehen. So. Können wir die hier upgraden? Wenn wir die jetzt dann noch drauf kriegen, wäre die noch schöner. Und nur mit so einer hässlichen Kurve hier. Das mir nicht gefallen tun. So. Was? Das ist schlecht. Hier ist doch gar keiner. Laber nicht. So. Wir müssen natürlich jetzt hier direkt in einen Berg rein. Okay. Gehen wir auf 140. Nein, erst Stück 80. Der Bahnhof. So, zack. Und dann geht das jetzt hier mit 140. Dann bremst der Zug da auf jeden Fall vorher runter. Hier ist ein ganz schön langer Tunnel. Aber das passt schon. Nee, nee, das. So. Dass wir dann jetzt gleich dann auch die ersten Züge hier fahren lassen können. Ist natürlich schon wieder knapp in der Zeit. Aber das schaffen wir. Wenn wir jetzt gucken, dass wir hier gut rumkommen. Natürlich diese komische Brücke hier. Das gefällt mir sowieso nicht. Das muss immer mal überarbeitet werden. Das ist wahrscheinlich wieder ein schöner Meckerpunkt da oben. In der Liste. Und einige Loks hier. Das sind aber nur Fake-Loks und da ich dann mal die Linien abgerissen habe, werden die jetzt nicht mehr vernünftig angezeigt. Also die stehen da sowieso nur rum, aber es wird halt jetzt angezeigt, dass die, dass sie nicht keinen Weg finden oder nicht elektrifiziert sind. Das ist ja auch richtig, da ist gar kein Strom. So. Mal gucken, dass wir jetzt hier raufkommen. Was ist denn? Ja. Das finde ich, das muss ich sagen, ist eine richtig schöne Neuerung im Transport Fever 2 mit diesen Brückenpfeilern. Wie ich es gehasst habe in Transport Fever 1,
Brückenpfeiler-Kollision, obwohl da manchmal Platz war und es ging einfach immer nicht. Und dieses Problem haben wir jetzt nicht mehr und das finde ich wirklich, wirklich gut. Da freue ich mich richtig drüber, dass wir diese Möglichkeit oder dass das Spiel das jetzt von alleine macht. Dass es da nicht immer ständig diese Brückenpfeiler-Kollision gibt. Das war so nervig. So, dann würde ich sagen, lassen wir den da jetzt hin und her dengeln. Da nehmen wir jetzt eine neue Linie. Neue Linie. Die nennen wir jetzt erstmal Rohöl 1. Rohöl 1 soll von hier, von der Spitzkehre, dahin fahren. Genauso. Brauchen wir natürlich noch ein paar Signale. Weil sonst fährt der Zug hier wieder nur kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Zack. Hier werden natürlich nachher noch andere Güterzüge drauf fahren. Das können wir jetzt ja alles hier schön. Wir können nachher ja auch Güterzüge durch die Raffinerie durchleiten. Muss ja da nicht nur Güterzüge hinfahren. So. So, hier macht die Linie jetzt aber immer noch, ne? Ja. Ne, jetzt teilt sie sich auf. Perfekt. Sehr schön. Genau so haben wir es gewollt. Ich bin entzückt. Gut. Und dann einmal heute. Ihr könnt natürlich Vorschläge für Züge, Zugkombinationen, das hatte ich ja schon mal gemacht, könnt ihr mir gerne nennen. Ich würde die Züge auch nach eurem Namen benennen, aber schreibt mir jetzt bitte nicht irgendwie in die Kommentare, ich möchte gerne Personenzug mit AMZF oder wie auch immer die Dinger heißen. Das verstehe ich nicht. Sagt mir am besten einfach irgendwie den roten Intercity oder weiß der Kuckuck was. Das können wir dann umsetzen. Ich schreibe mir das dann auf und gucke, dass ich das dann irgendwann in den nächsten Folgen dann mal umsetzen kann. So. Elektrisch. Nehmen wir denn da mal was Schönes. Ich würde ja ganz gerne die 120 nehmen. Jetzt bin ich schon vorbei, ne? Die finde ich ja eigentlich ganz cool. Oh, die 156 geht auch. 120 habe ich mir jetzt eben verlabert. Wahrscheinlich geht es sowieso nicht. Die meinte ich. Werbung für Lokomotivführer. So. Nehmen wir die mit Pandora vorne, weil Fahrgut. So. Und dann haben wir jetzt ja hier unsere schönen Züge. Wir haben gar keine Mission. Was nehmen wir denn da mal? Also ich bin ja so ein Gartax-Fan. OTG ist natürlich auch nicht schlecht. Ewig lang wird der Zug ja eh nicht. Wir können da so ein bisschen Mischmasch machen. Ein bisschen davon. Dann davon. Ein bisschen davon. Dann einen hiervon. Dann nochmal ein paar davon. Ach komm, nur 241 Meter. Wir können 234 Einheiten transportieren. Das ist jetzt ja natürlich nicht die Welt. Aber das wird erstmal reichen. So, Rohöl. Zack. Lokführer. Wir suchen Lokführer im Güterverkehr. Das ist doch schön. Ich finde die Lok eigentlich ganz schick. So, meine Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir auch mal am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich würde jetzt noch ein... ach komm, wir machen noch die Windfahrt. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.